Im dritten Teil der Videoreihe zum Bau der Absauganlage für meine CO2-Lasermaschine sehen wir uns den benötigten Bauraum für die Anlage und das erste Anlagenlayout an. Ich habe die bestellten Filter zwar noch nicht geliefert bekommen, habe aber anhand der Daten aus dem Internet mal zu jedem einen Dummy gezeichnet, um ein Gefühl für den benötigten Bauraum zu bekommen und ein erstes Layout für die gesamte Anlage erstellen zu können. Ich habe euch hier nochmal die wichtigsten Daten zu den jeweiligen Filtern und dem Ventilator eingeblendet. Ich habe hier alle Filter und den Ventilator gemeinsam mit dem schematischen Bauraum in eine Baugruppe eingefügt. Und hier sehen wir uns jetzt gemeinsam an, wie wir die Komponenten im Bauraum unterbringen können. So wie hier dargestellt, hätten wir nun Außenmaße für die Absauganlage von 650 mm in der Breite, 750 mm in der Tiefe und 1500 mm in der Höhe. Ich habe im Internet schon einige Bauprojekte gesehen, in denen die Filter teils nebeneinander angeordnet sind. Aber ich habe mich hier bewusst für eine Anordnung übereinander entschieden, da durch die geringere Aufstellfläche der Platzbedarf in der Werkstatt minimiert wird. Sehen wir uns in dem Layout, das ich hier von der Anlage gezeichnet habe, mal an, wie die zu filternde Luft strömt. Wir haben hier an der Rückseite den Lufteinlass, der Luft, die von der Anlage abgesaugt wird. Diese Luft strömt dann durch den Einlass hier nach oben, durch den Grobstaubfilter. Direkt darunter befindet sich dann der Feinstaubfilter, durch den die Luft nach unten strömt. Hier darunter strömt die Luft dann in diesen hinteren Bereich und wird durch diesen Kanal nach unten gesaugt. Hier trifft die Luft dann auf den Aktivkohlefilter, bei dem die gefilterte Luft nach oben durch den Schwebstofffilter oder auch HEPA-Filter abgesaugt wird und hier von oben wieder nach unten durch den Ventilator nach draußen strömt. Die Fronttür, die die Anlage und die einzelnen Kammern zueinander abdichtet, ist hier zwecks der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Hier handelt es sich wie gesagt um ein erstes Layout, um die Funktionsweise der Anlage zu verstehen und den benötigten Bauraum ermitteln zu können. Im nächsten Video werden wir uns dann die gelieferten Filter und die Konstruktion der Anlage vornehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen und ein Abo, damit ihr die zukünftigen Videos nicht verpasst. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!